Und hallo und herzlich willkommen im Ring. Heute zelebrieren wir die gefallenen Herausforderer des Vergangenen. Ciao. Und das von ihnen erbrachte Opfer. Oh ja. Es macht uns frei. Aua. Das hat wehgetan. Puh. Nein. Oh ja, das hat Bock. Und schon Aua. Ändert sich die Chance. Nö. So. Vielleicht braucht er was Größeres. Oh ja. Ja. Das ist du ganz schnell raus. Warum kommst du nicht runter und kämpfst selbst? Gell. Ich muss doch meine Credits zählen. Du wirst gleich was Besonderes zeigen, Bro. Er redet echt zu viel. Okay. Das 3. Was, du 1, 2. Oh, fuck. Das waren jetzt zu viele. Wow, da haben sich ja noch welche geöffnet. Du kannst sie nicht alle aufhalten. Und wie ich das kann. Wow. 1, 2, 3. Oh oh, Spinnen. Machen wir das Ding Platz. Schlag ihn in das richtig Fiese. Ich muss sie. Übler als die Brunstzeit auf Jelbeck. Oh. Oh shit. Das ist jetzt schwierig. Vorsicht. Stopp. Versuch mich doch zu treten, du Arschloch. Ich hab mich gerade bewegt, aber okay. Gib nicht auf! Ich hab BD, echt jetzt schon. Hilf mir, BD! Da wird schon richtig was eingebüßt. Ach man! Okay, der ist tot. Das war einer meiner Favoriten! Anvisieren, danke. Einmal einfrieren. Nein! Ich hatte keinen Schub mehr. Oh, ich kann noch nicht mal wegspringen. Findest du das witzig? Oh, shit. Okay, jetzt bin ich echt am Sack. Viel zu wenige Stimpacks. Unsere nächsten Herausforderer kennst du. Die Aktionblut lässt zum Angriff! Och nee, nicht den. Du entkommst es nicht! Du bist erledigt! Nein! Gerissen! Ist nicht so schlimm! Ist nicht so schlimm? Ich bin der bessere Kämpfer! Du bist der bessere Kämpfer! Ich zeig dir, wie das schmeckelt! Oh, der hat mich jetzt mal getroffen. Der Duty. Du kannst nicht ewig weglaufen. Boah, zack, Armer. Ich lasse aussehen wie Idioten. Den will ich scannen. Was war das denn für einer? Commander der Hexenbrute. Was soll das heißen? Das ist die Mörse. Das stört sie. Oh ja. Danke! Ich werde euch durch die ganze Galaxis jagen, wenn es sein muss! Was eine Mantis-Aktion wieder! Uhu! Abmarsch! Abmarsch! Wow! Ciao! Hey, Grease! Du bist berühmt da unten! Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Droidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Das ist sehr schlecht. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Triller.
Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Murray? Cal, wir haben Tavul. Und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Später. Später. Das ist unsere Spur. Okay, sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Tja, das eine klingt das andere. Los, wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Das geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Cal. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir je passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Okay. Trifft Tafel auf Kashyyyk. Das ist unsere nächste Mission. Ich würde gerne mal das Nummer 1 Ding tun. Ach, ich kann gar nicht mehr. Nur wahrscheinlich, wenn wir auf dem Planeten sind. Okay. Ich würde mir gerne mal anschauen, was wir so fürs Schwertchen gefunden haben. Wir haben keine neue Farbe, was ich sehr schade finde. Hier überzeugt mich gerade nichts. Ich bin der Freund von einfachen Laserschwertern. Ah, das sieht zum Beispiel nice aus, aber ich will keinen Premium-Inhalt nutzen. Oh, lysianische Schmelz. Lysianisches Eisen, das kennen wir ja. Also was mir jetzt gerade sehr gefällt, ist das da. Das passt sehr gut zu ihm. Es glänzt, aber es ist irgendwie matt auch. Es glänzt und ist irgendwie unauffällig. Unscheinbar. Doch, jetzt geht's irgendwie mit Meditieren. Würde ich doch gerne mal machen. Ich will nämlich das lernen, was ich schon die ganze Zeit lernen will. Hier. Lichtschwertwurf. Das ist die Fähigkeit, die ich so gerne haben möchte. Genau das. Weil dann können wir nämlich als nächstes dann erhöhte Reichweite von Karls Lichtschwertwurf machen. Und es scheint mir so, als ob wir noch echt ganz am Anfang sind. Scheint mir jetzt erstmal noch so. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es kommen noch sehr viele Sachen. Und ich glaube, die Maps können wir noch viel besser untersuchen. Ich würde... Irgendwohin. Nur nicht Datumir. Da gefällt's mir nicht. Genau, nach Datumir noch nicht. Nach Sepho. Ich würde noch nicht Kashyyyk nehmen.
Ich würde gerne erstmal auf Sepho das ein oder andere versuchen zu holen. Also es gibt hier noch so die ein oder andere. So, wo sind wir denn? Ach, das ist Bugano. Entschuldigt. Dahin. Es gibt hier noch so die ein oder andere. Das ein oder andere Stimpack, was ich gerne hätte. Und deswegen würde ich sagen, wir hauen erstmal nach Sepho ab. Hallo? Also hier steht ja auch, erkundet ja, Geheimnis 1 von 1, aber 2 von 3 Truhen. Hier haben wir... Jetzt haben wir ja gar nicht erkundet, oder was? Doch. Ach Gott, das sind ja viel mehr Dinger. Ach du Scheiße. Die haben alle noch Namen, oder was? Baufälliger Hangar zum Beispiel, okay. Ach Gott, das ist ja... Das haben wir ja teilweise noch gar nicht erkundet. Ach du meine Güte. Ich würde gerne ein bisschen was hier erkunden erstmal. Ach, ich drücke mal den falschen Knopf hier. Knopf hier drück hier. Zurück nach Sepho. So lieb. Wissen Sie, trotz der vielen Action mit Ihnen beiden, sehe ich mir immer noch gern die Spiele an. Solange Sie Ihre Gewohnheiten im Griff haben. Was? Oh ja, nein, natürlich. Ich bin nur ein Zuschauer, keine Wetten oder sowas. Kein gar nichts. Wirklich? Ja, mir geht's nur um die Unterhaltung. Nichts ist schöner als ein paar primitiven Grobianen beim Kämpfen zuzusehen. Coole Moves und hohe Gewalt. Ja. Okay. Captain, ich bin beunruhigt angesichts Ihrer Begeisterung für eine derartige Barbarei. Oh, ja, also, das ist wahr, völlig barbarisch, aber trotzdem völlig irgendwie unterhaltsam. Völlig barbarisch. Okay, Junge, setz dich, wir sind da. Yo. Also, so wie ich verstanden habe, haben wir hier im baufälligen Hangar alles. Also ich guck mal so ein bisschen, wo es vielleicht so das ein oder andere Stimmy gibt. Aber hier haben wir eigentlich alles, oder? Ne, hier haben wir nur 2 von 3 Truhen. Wir können ja mal gucken, also es gibt, soll hier im baufälligen Hangar ein Stim geben. Ich guck mir mal nur die Orte an. Ich wüsste schon ungefähr wo. Ich glaube aber, wir haben den schon. Weiß ich nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Ah ja, komm, hör doch auf. Warte mal, ich will doch mal... ich wollte... Blocken ist werfen. Also mit Blocken und dann kann man werfen. Geil. Aber das hat eben nicht funktioniert so gut. Okay, das hat dem auch ein bisschen geschadet. Das finde ich gut. Oh ja. Hey, komm. Aua. Aua, Alter. Hört doch mal auf hier. Jetzt ist er weg. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Würdest du mir einen Stim zuwerfen? Viel besser, würde ich jetzt spontan sagen. Also, ich bin mir nicht sicher, wo das war. War das hier? Ich glaube, hier drinnen waren wir. Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken mal nach. Aber ich kann mich nämlich nur so vage erinnern, dass wir so ein Stimmy Boy hatten. Ja, ne, das war hier oben. Als wir hier einmal rum sind. So. Hopp. Genau hier. Jo. Also genau, nach dem suchen wir jetzt. Also nach diesen gelben Containern. Wie gesagt, wir suchen uns die mal hier so ein bisschen zusammen. Dann in den Eishöhlen soll es eins geben.
Keine Ahnung, wo genau. Eishöhlen, Moment. Eishöhlen, kommen wir doch hier lang. Weil, ja, Stimpaks haben wir ja gerade im Endkampf gemerkt. Uns fehlen die halt schon. So, Lee. Machen wir eine kurze Pause. Kurz ausruhen. Okay, und Abmarsch. So, Lee. Hopp! So, passt. Diesmal schaffen wir es ohne zweiten Versuch. Den hat's weggehauen. Und die kloppen sich jetzt hier. Sehr schön. Doppelte Punkte. Wo könnte es sein? Wo waren wir denn noch nicht? Wir haben die Eishöhlen zu 85% erkundet. Hier hinten nicht. Irgendwo noch ein Ausgang. Hier oben sind wir ja jetzt runtergekommen. Hier hinten könnte was sein, oder? Aber ich glaube, da ist nämlich etwas, was wir... Es gab doch diese eine Stelle, da weiß ich noch. Da habe ich noch so gemeint, ja, da werden wir wahrscheinlich hinkommen, wenn wir durch sind oder so, ne? Auch irgendwas, oder? Uff. Sagt's mir mal. Wir gucken uns mal da hinten um. Ich versuche mich gerade so ein bisschen mal dran rumzufriemeln. Ne, Moment, da oben geht's ja nur zu denen, ne? Wow, alles klar. Okay. 1, 2, 3. Oh ja. Genau. Hoppala. War das vielleicht. Nein, da vorne. Da war das doch. Ich erinnere mich doch nochmal dran. Ich hab jetzt. Wir können auch hier hoch. Hier waren wir ja noch gar nicht. Huch. Echo wahrnehmen. Ja. Ein imperialer Offizier wollte hier ein Relikt verstecken. Ein Einsturz. Zu spät. Ein imperialer Offizier wollte hier ein Relikt verstecken. Ein Einsturz. Begrub sie und sie kam nie wieder raus. Alter, das ist ja echt heavy. Hopp. Zu spät. Hä? Wie soll ich denn da dran kommen? Da hinten ist auf jeden Fall was. Ich kann hier auch nichts nutzen. Zu weg. Oder kommen wir andersrum rein? Weil ihr seht das ja, ne? Das ist jetzt gerade das Schwierige. Wir sehen das, aber... ich sehe keinen Weg. Seht ihr einen Weg? Oder von oben? Nee. Hier waren wir auch noch nicht. Vielleicht tatsächlich da hinten? Ne, das führt aber wieder woanders hin, wo wir noch nicht waren. Ah, da, ah ja, genau, hier sind doch diese mehrere Seilrutschen oder so, die man so versetzen konnte. Und da, soweit ich weiß, da sind wir nämlich nicht hochgegangen. Und da habe ich nämlich so eine gelbe Truhe gesehen, aus weiter Entfernung.
Ich hab nicht daran gedacht, das Ding zu holen. Wie könnte man denn da rüber? Okay, also das ist wahrscheinlich nur zum Rüberspringen. Wir gucken mal hier unten. So. Hopp. Einmal weg, aber sehr schön. Den hat es jetzt zersägt. Also von hier aus kommen wir ja auch nicht raus. Da links kommen wir auch nicht raus. Ist gar nicht mal so einfach, würde ich sagen. Oh nein! Ich hab ganz vergessen! Alter, zieh dich. Mach ihn fertig. Weiter Druck machen. Alter, kannst du mal. Danke. Ich werde dich bluten lassen. Weg. Okay, aber hier führt ja auch nichts dran vorbei. Ich würde sagen, ich guck einfach mal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht finde ich ja irgendwo irgendwie noch einen Weg. Und dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.